Lachs mit Mandelfüllung. Circa 40 Minuten, aromatisch. Zutaten für 6 Personen, Proportion, 844 Kalorien. 15 Gramm Kohlenhydrate, 71 Gramm Eiweiß, 55 Gramm Fett. 1 Lachs, circa 2 Kilogramm, an der Edeka Fischtheke frittieren und grillen lassen. 2 Zitronen bekanntes nehmen, je 200 Gramm frische Pili und Estragon. 50 Gramm Semmelbrösel, 100 Gramm Butter, 200 Gramm Mandeln, Salz, Pfeffer, 1 EL Butter. Ein Ofen auf 180 Grad heizen. Zitronen waschen, Schale abreiben. Eine Zitrone auspressen. Petersilie und Estragon waschen, fein hacken. Alles mit Butter und 150 Gramm vermengen, salzen, pfeffern. 2 die Semmelbröselmaße auf die Innenseite streichen. Mit Küchengarn zusammenbinden. Auf mittlerer Schiene 35 Minuten backen. Restliche Mandeln in Butter rösten. 3 kurz vor dem Servieren den Faden Fisch auf einer Platte anrichten. Mit den gerösteten Mandeln bestreuen. Saftiger Rinderbraten aus dem Backofen. Circa 40 Minuten, einfach. Zutaten für 4 Personen, Proportion, 353 Kilokalorien, 1 Gramm Kohlenhydrat, 52 Gramm Eiweiß, 16 Gramm Fett. 1 Kilogramm Roastbeef, Salz, Pfeffer, 1 TL Mittelschärfe, Senf, 3 EL gehackte Rosmarin, 2 EL Pflanzenöl. Zum Beispiel Rapsöl. 1 das Fleisch waschen, Kentupfen. Von Haut und Sehnen befreien. Salzen, Pfeff unbekanntes Zeichen fern und Rosmarin einreiben. In heißem Öl rundherum scharf. 2 Backofen auf 160 Grad heizen. Roastbeef auf den Rost legen, Pfanne darunter schieben. Ein Garthermometer ein unbekanntes Zeichen stechen und circa Minuten braten. Bei 60 Grad ist das Fleisch rosa. Wer es durchbraten will, es bei 70 Grad länger. 3 Fleisch in Alufolie einige ruhen lassen, in dünne Scheiben schneiden. Knusprig gebratene Gänsekeule. Circa 2 Stunden, herzhaft. Zutaten für 4 Personen, Proportion, 352 Kilokalorien. 1 Gramm Kohlenhydrate, 23 Gramm Eiweiß, 29 Gramm Fett. 4 Gänsekeulen, Salz, Pfeffer. 100 Milliliter Hühnerbrühe. 1 TL Speisestärke. Ein Backofen auf 180 Grad Oberhit unbekanntes C vorheizen. Gänsekeulen waschen. Mit Salz und Pfeffer einreiben. 2 Keulen mit der Haut nach unten in einen Bräter. Circa 200 ml Wasser angießen. Zugedeckt 1 Stunde braten. Umdrehen und die Haut stechen. Hühnerbrühe angießen, weitere 30 ml braten. Zwischendurch mit Fond begießen. 3 etwa 20 Minuten vor den Deckel entfernen. Hitze auf 250 Grad schalten. Die Keulen mehrmals mit Salz bestreichen. 7. Gätschen. Fett abschöpfen. Stärke mit 3 EL. Gekaltem Wasser verrühren, Soße damit binden. Mit Granatapfelsoße. Zutaten für 6 bis 8 Personen, Proportion, 340 Kalorien, 49 Gramm. Kohlenhydrate, 2 Gramm Eiweiß, 15 Gramm Fett. Pro Person einer Packung Panna Cotta. Nach italienischem Rezept, Prozent Liter schwarzer Johannissaft, einer Zimtstange, 2 bis 3 EL Zucker, einer gestrichener EL Stärke, 1 Granatapfel, Zitronensaft. Ein Johannisbeersaft mit der Zimtstange aufkochen. 1 EL Zucker mit Speisestärke. Mit
3 bis 4 EL Wasser glatt rühren. Die Mischung in den heißen rühren. Einköcheln lassen. Bis die Soße andickt. Etwas abkühlen lassen. 2 Granatapfel vierteln, Kerne und Häute herauf und Kanteszeichen lösen. Kerne in die Soße rühren. Im restlichen Zucker und etwas Zitronensaft legen. 3 Panna Cotta auf Teller verteilen, Granatapfelsoße darauf stellen.